Darf ich vorstellen, Luka Doncic, Pick-and-Roll-Gott und Master des Razzmatazz, Hopskiddly-Do. Wie der 20-jährige Slowene in dieser Saison bisher das Pick-and-Roll auf einzigartige Art und Weise dominiert, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Hallo Freunde, hier ist JustyKid from Germany und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Gefallen dir meine Videos und du möchtest mehr solche Analysen sehen, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere gerne die Glocke. Beginnen wir mit seinem Playmaking, seiner unglaublichen Vision in diesen Situationen. Zuallererst werfen wir einen Blick darauf, wie er den Rollman findet. Hier laufen die Mavs ein Play, das dem Spain Pick and Roll etwas ähnelt, mit einem High Ball Screen für Luka von Kleber, der daraufhin abrollt. Doncic wird von beiden Defendern getrappt und Lonzo muss sich entscheiden, auf welchen Mavs-Spieler er geht, der andere wird dann angespielt. Luka findet Maxi mit dem traumhaften Skip Pass. Hier wird er von beiden Nuggets-Defendern gedoppelt, während Kleber wieder abrollt. Achtet mal auf Barton, der hier als Helper aus der Weakside agiert, allerdings wieder zurückgeht, da Doncic den Pass auf Curry antäuscht und locker spielen könnte. Daraufhin ist Kleber wieder frei und bekommt den Ball. Luka hat einen fantastischen Touch bei Lobs und ich rede dabei nicht mal von diesen Basic Alley-Oops, vielmehr von solchen Chip-Pässen, die kaum ein anderer Spieler in der Liga so spielen kann. Die Blazers switchen, Kleber kommt mit Tempo an. Da man es gut verteidigt, muss ein solcher Pass exakt getimed sein und das ist er hier. Schaut mal, wie früh Luka hier das Anspiel macht, er weiß genau, dass Jokic jetzt gerade nicht eingreifen kann. Das ist einfach Basketballkunst. Er sealt regelmäßig seinen Defender, hier muss er den Ball nur irgendwie zu seinem Big bekommen, dann sind das zwei einfache Punkte und da sich der Lob auch nicht immer anbietet, spielt er hier zum Beispiel den Bounce Pass. In dieser Szene hält sich Dwight nicht an die von mir im Video über ihn angesprochene No-Roller-Behind-Taktik der Lakers und LeBron antizipiert einen Pass zum Shooter draußen. Doncic bestraft das ohne Probleme. Er hat einen Hang zu fancy Passes, die aber auch ihre Wirkung erfüllen. Der hier ist ein absolutes Highlight, er weiß genau, dass KP draußen am Perimeter freisteht. Lukas Basketball-IQ ist beeindruckend, er geht mit Tempo über den Screen und Whiteside muss helfen, da die Driving Lane komplett frei ist. Doncic weiß, dass nur noch Lillard bei Porzingis und Curry ist, bedeutet einer der beiden steht frei, in diesem Fall Porzingis. Zu diesem Basketball-IQ, diesem Wissen und vor allem der Vision kommt dann aber auch noch die Fähigkeit, einen solchen Pass aus der Luft rauszuspielen. Hier stellt Hardaway Jr. ein Slipscreen und die Gefahr eines Wurfes von Luka sorgt dafür, dass James hier extrem hoch stehen muss. Schnelles Decision-Making, wie dieser Pass dann, gehört auch zu den Stärken des 20-Jährigen. Wieder der Slipscreen, wieder seine Gravity als Shooter gnadenlos ausgenutzt und den freien Mann gefunden. Doncic liebt es, zu freien Shootern aus dem Pick-and-Roll rauszukicken. Hier verteidigen die Pelz mit einer Drop-Coverage, bei der Okafor absinkt und Holiday über den Screen geht. Der Rollman Kleber geht wieder zum Korb und Brandon Ingram muss helfen. Luka spielt genau den richtigen Pass zu Ingrams freien Mann, punktgenau und in perfekter Höhe. Hier wird die defensive Misskommunikation der Blazers bestraft, da Dame switcht, Whiteside aber trotzdem zu Doncic geht. Der Pass wird zwar nicht optimal gespielt, der Ball ist aber trotzdem drin. In dieser Szene schirmt der Bradley wundervoll ab und kickt genau dann in die Corner raus, als Kuzma den Schritt reinmacht. Wir reden hier über einen absoluten Zuckerpass. Schaut mal, wie Luka eine Defense lesen kann. Der Splitscreen ist nicht optimal, AD geht drüber und ist direkt wieder dran. Dwight lässt den Roller erneut hinter ihn, was er eigentlich nicht machen soll. Da Davis aber gut verteidigt, ist der Lopez nicht wirklich da und auch kein anderer. Also faked er ihn geschickt aus, das werden wir gleich noch öfter sehen, und zieht zum Korb. Danny Green hilft aus der Weakside Corner und Luka kickt raus. Und zum Abschluss, wir haben es gerade eben schon gesehen, dass es gefährlich wird, wenn Doncic den Ball zu Boban unter dem Korb bekommt. Nance Jr. kann nicht wirklich committen und Double T ist zu Luka geswitcht. Deshalb kommt Clarkson als Helper, weil er einen Pass zum Center ahnt. Der Skip Pass von Luka erinnert dann sogar etwas an LeBron James. Wir haben bisher in den allermeisten Fällen gesehen, wie Lukas Defender über den Screen gegangen sind. Nun, warum haben sie das gemacht? Weil Doncic ansonsten ohne zu zögern wirft und man ihm diese Waffe so gut es geht wegnehmen will. Was wir bis jetzt noch wenig gesehen haben, war ein Switch, also dass ein Big Man zum primären On-Ball-Defender des Slowenen wurde.
Auch das ist relativ einfach zu erklären, nämlich mit zwei Worten: Barbecue Chicken. Luca hat etwas an Athletik und Stärke zugelegt und ist im 1 gegen 1 von Biggs kaum zu halten. Verteidigt man ihn eng, zieht er vorbei, gibt man ihm Platz, nimmt er den Stepback-Dreier und der fällt konstant. Selbst gute Defender wie AD haben da ihre Probleme. Auch hier hat er wieder erkannt, was das richtige Play war. Curry ist noch nicht draußen am Perimeter, dementsprechend ist Garland noch in Korbnähe, wodurch ein Anspiel auf Powell wenig bringt. Defender müssen sehr hoch hatchen, da der 20-Jährige wie angesprochen ohne Hesitation losfeuert, das eröffnet ihm aber wieder ganz andere Möglichkeiten. Müssen Defender deinen Jumper respektieren, erleichtert das deinen Drive zum Korb. Luca splittet regelmäßig die beiden Defender oder lässt sie denken, er drivet, nur um dann doch den Stepback-Dreier zu nehmen. Man möchte halt aber auch nicht zu weit absinken, da sonst genau das passiert. Droppt der Big zu weit zurück, zeigt Doncic, dass er immer komfortabler wird, diesen dann per Drive zu attackieren. Er ist zwar weiterhin alles andere als ein elitärer Finisher, er ist aber kreativ und zeigt einen soften Touch. Der Floater ist so gut wie immer da, wenn er ihn haben will. Hier macht McGee seinen typischen Mist, bei dem er sich wendet, den Gegner zum Korb einlädt, um einen Block zu jagen. Aber selbst wenn es genau so verteidigt wird, wie es gemacht werden soll, reicht es gegen das Ausnahmetalent oft nicht. Fazit: Luca ist als Ballhändler im Pick and Roll absolut tödlich. Als Defense musst du immer irgendetwas abgeben und Luca reagiert und bestraft dich dann für genau diese eine Sache. Gibt man ihm Platz, dann wirft er. Steht man hoch, dann gibt es ein Layup entweder für ihn oder den Roller. Droppt man in die Zone zurück, attackiert er dich per Drive oder er findet den Big. Trappst du ihn, spielt er zum freien Mann. Switcht man, dann gibt es Razzmatazz, Hop Skiddly Doo. So oder so, Luca Magic ist vorprogrammiert, wenn sich ein Mitspieler auf den Weg macht, um für ihn ein Screen zu stellen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.